Das sind nicht viel Fackeln mit. Was ist das hier? Zink. Zinkerz. Na gut, Zink ist jetzt zwar schön, aber eigentlich nicht das, was wir wollen. Ne? Nehmen wir aber trotzdem mit, natürlich. Zinn wäre das, was wir wollen. Oder Wismut. Wenn wir jetzt hier wissen, dass hier Zink ist, dann könnten wir eigentlich mal eins probieren. Das würde ich jetzt mal. Nehmen wir den hier. Need two more samples. Okay. Dann nehmen wir den hier. Moment. Eins, zwei. Das, dass wir wissen. Wir wissen ja, dass hier Zink ist. Den, dann müssen wir hier noch reingehen. Nehmen wir hier eine Probe. Dann müsste der uns ja jetzt den Zink eigentlich auch anzeigen. Theoretisch. Need two more samples. Okay, dann nehmen wir das noch. Bei Blöcke irgendwie verstehe ich das trotzdem noch nicht so richtig. Auch gut. Need one more sample. Gut, und dann gehen wir mal hier in die Richtung. Weil wir wissen ja, wie gesagt, dass hier Zink ist. Dann müsste der den uns ja anzeigen und dann könnte man vielleicht mal darauf schließen, was da jetzt genau der Punkt ist. Sphalerit hoch. Ist Sphalerit Zink? Weiß wieder keiner, ha? Kasserit. Moment, wir könnten mal gucken, was ist denn das hier? Durchschnitt Sphalerit, okay, das ist relativ häufig. Das, also, jetzt ist die Frage, können wir, wenn wir den Hammer jetzt ausrüsten mit F, wir können aber jetzt ja trotzdem nichts wählen. Okay, wir nehmen das jetzt trotzdem mit, aus Pauschal. Also es funktioniert schon, aber wir wissen dann halt nicht, wo der Ader ist letztendlich. Also wenn wir irgendwo müssten rauskriegen, welches Erz Zinnerz ist, Erz ist, dann müssten wir im Umkehrschluss das natürlich finden irgendwo. Was sicherlich das nächste größere Problem wird. Und wenn wir es gefunden haben, könnten wir es dann auch eventuell mit dem, also könnten wir es vielleicht auch mit der Hacke finden. Jetzt ist die Frage, was ist denn Zinner? Sphalerit ist Zink. Das wissen wir jetzt schon mal. Wir haben schon mal gelernt. Aber was ist Zinn? Was ist Zinner? Irisch. Okay, ich habe ja nämlich mal jetzt eine andere. Müssten wir, wenn ich jetzt mal auf H gehe und sage alles und sage Erz und sage hier Brauneisen, Erz, Rotei, Rotei. Aha. Zinn, 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 Zink. Kupfer, Uran, Zink, Eisen, Kupfer, Uranerz, Ignis. Ist Zinn etwa auch eine Legierung? Das wäre jetzt mal noch so blöd gefragt. Zinn. Waren. Passalarit. Kassalarit wird zu Zinnbarn. Also wir brauchen Kass... Oh Gott, kann ich lesen. Kassitarit. Kassitarit ist das, was wir brauchen. Gut. Da haben wir immerhin schon mal den Namen. War immer noch nichts gefunden, aber wir haben schon mal einen Namen. Was uns ja schon erstmal ein Stück weit weiterhilft. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sind jetzt mal ganz krass
und gucken mal einfach unter unserer Hütte. Wird eh Nacht, wir können eh nicht draußen rumrennen, großartig. Ich würde jetzt mal das Inventar leer machen, noch so schnell wie möglich, solange wie es hell ist. Wie sieht es hier aus? Es wird, okay. Und dann gucken wir jetzt einfach mal unter unserer Hütte während der Nacht. Hier irgendwo im Keller graben wir uns einfach mal ein Stück rein. Besten erstmal was ablegen. Das können wir hier rein. So, 16, was ist das? Hierhin. Die können wir dann mal irgendwo wegschmeißen. Den Basalt packen wir mal noch hier rein. Dann haben wir doch auch eine Erzerde mit geringer. Da würde ich mir mal noch ein bisschen mitnehmen. Was haben wir hier noch? Was Inventar leer machen und dann wirklich gucken. Was haben wir denn hier? Wismut. Okay, Wismut. Aber hier noch ein bisschen sowas. Galenit ist Blei. Befel. Okay. Mal noch dieses Bordstück auspacken. Aber hier Thun. Ich mache jetzt unser Inventar leer und dort, wo wir eigentlich das den Keller erweitern wollten, dort werde ich jetzt einfach mal ganz pauschal. So, schaffen wir mal noch die Samen weg, weil ich wollte sowieso noch mal ganz schnell, hoffentlich ist es noch hell genug, mal ganz schnell in Garten gehen. Ja, es scheint tatsächlich trotz der Kälte weiter zu wachsen, scheint nichts passieren, finde ich gut, fällt mir gut. Nehmen wir mit, wenn wir dabei sind, nehmen wir das mit. Die Kälte scheint unsere Anbaufähigkeit nicht einzuschränken. Blöd auszudrücken, aber. Dann machen wir jetzt hier nochmal einen Test. Ob es irgendwann den Punkt einfach gibt, an dem es nicht mehr drauf ist. Was hat das hier? Natrium. Natrium. Haben wir hier irgendwo? Hier ist Natrium. So, pflanzen wir einmal an. Und nun probieren das einfach mal aus, was passiert jetzt. Ansonsten können wir ja das ganze Jahr über gärtnern. Das würde mich jetzt bei dem eigentlichen Realismusgrad in dem Spiel doch durchaus wundern, wenn das gehen würde. Da hätte ich mir auch um die Nahrung viel zu viel Sorgen gemacht, tatsächlich. Aber wir müssen es natürlich erstmal probieren. So, was brauchen wir hier nicht? Den Granit schmeiße ich jetzt erstmal weg. Weg. Schmeiße ich weg. So, die Seeds packe ich mir mal hier runter, da können wir die Hühner gleich noch schnell füttern. Die auch. Ist zwar vielleicht nicht so clever, wir sollten vielleicht eher Brot oder irgendwas davon backen. Müssen sowieso auch nochmal zum Händler, um zu gucken, ob der jetzt vielleicht wieder Holzkohle will. So, Hühnerfutter. Sehr gut. Okay. So. Wieder dicht. Wir müssen halt jetzt alles mit diesen hässlichen Erdblöcken zumachen, aber das lässt sich jetzt einfach im Moment auch nicht. Ah, ich habe noch einmal Seeds mit. Naja, gut. Dann hätte ich gerne einen Topf und eine Schüssel, die haben wir mit, das ist okay. Können wir dann unterwegs beim Graben etwas essen. Wie sieht es denn jetzt hier überhaupt? Wir machen mal noch Borax und Weide raus. Borax, Weide. Und dann hätten wir noch Lachsfasern. Da. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, was hier passiert. Also ich bin hier wirklich der absolute Anfänger gerade, was das angeht. Aber irgendwie müssen wir es ja halt, sag mal, irgendwie müssen wir es lernen. So. Würde ich hier einfach mal sagen, wir haben noch 3 Fackeln. Viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Andererseits
Ja, komm. Wir machen mal hier einfach. Ja, kriegen das mit dem Spawn sowieso nicht verhindert im Moment. Also, einfach nicht. So, jetzt. Auf dem Gebiet, also wir nehmen hier die erste Brücke. Eins. Kasserit, very poor. 0%. Sphalerit, relativ hoch. Also hier lohnt sich schon mal eigentlich. Ach so, nee, nicht, das ist ja das andere, das alte. Das alte Ding. Machen jetzt hier einfach mal so. So und so in dem Bereich. Kasarit, Bohr. 0,1. Bismutin. Bismut würde ja auch gehen. So, und jetzt würde ich hier einfach mal sagen. In dem Bereich, davon gehe ich jetzt aus, ist Bismut. Bismut. Und jetzt sind wir einfach mal so rotzfrech und gucken hier alle vier Blöcke, würde ich sagen, vier Blöcke Tiefe. Einmal hätte man nachzählen sollen, wie viel das eigentlich ist. Bauen wir uns hier einfach mal rein. Gucken mal, das wird aber jetzt nicht sehr interessant, fairerweise. Ich will das rausfinden, wie das funktioniert. Und ich will einfach diese Bronze, damit wir Lampen herstellen können. Sonst wird es hier mit den Driftern nie besser. Und die Bronze in der Oberwelt zu finden, also ganz ehrlich, das ist mehr als nur. So, ich würde mal sagen, hier noch, den noch, okay. So, dann gehen wir eins tiefer oder zwei tiefer. Uns hier mal lang. Müssen wir das jetzt einfach mal. Dafür ist jetzt ja ein Stream. Ne? Ich dachte mir einfach, wir machen das im Stream und ich lade dann das hier vielleicht als Testfolgen einfach so hoch. YouTube als volle Folge, weil es einfach nur Bergbau ist letztendlich. Müssen wir halt dann mal gucken, wie ich das mache. Ich das jetzt als einzelne Folgen, weil es sind ja wirklich in dem Sinne nicht interessant. So, hier ist. Okay, wir könnten natürlich auch sagen, wir haben uns mal noch ein bisschen tiefer. Oh, mal noch mal. Ich gehe noch mal vier tiefer. Ich will bloß noch mal was ausprobieren. Wenn ich jetzt sagen würde, vier tiefer, wir nehmen hier noch mal eine Probe. Need two more samples. Okay, also wir hatten 1,7. Oh, ist halt wirklich wenig, ne? Habe halt auch keine Ahnung, was Bohr jetzt 1,7, ja. Aber was das jetzt wirklich bedeutet. Ob sich das jetzt trotzdem lohnt bei 1,7, ich meine, Bohr, okay. Ist wenig. Ob sich das jetzt wirklich lohnt, kann ich nicht sagen. Und ob ich das richtig mache, weiß ich auch nicht. So, wir nehmen jetzt mal hier die nächste Probe. Da müssen wir einfach mal gucken, ob es jetzt irgendwie mehr wird oder ob sich der Wert ändert, ob wir. Aber das Gebiet auch einschränken können. Also ich würde ja gerne das Gebiet ein bisschen einschränken. Ich würde jetzt hier auch nicht so weit gehen. Erstmal. Ich nehme hier mal eine Probe. Bismutin 1,8. Damit müssten wir der Sache ja theoretisch näher kommen. Wenn ich jetzt hier nochmal 4 runter gehe. Was haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4. Hier haben wir 4, 6. Ich würde jetzt mal hier runter gehen, weiter. Eins, noch ein, noch eins. So, Moment, das ist die falsche Spitze. So, so. So, da sind wir jetzt 4 unten. Jetzt nehmen wir hier
So. Eine Probe. Jetzt gehen wir wirklich nur noch auf die maximal, auf die 3. Auf die Dreierbreite. Dass wir den Radius einfach einschränken können, wo denn das Zeug liegt. Ei. So. Dann nehmen wir hier die nächste. One more sample. Ich weiß nicht, ob das, also fairerweise habe ich keine Ahnung, ob das so funktioniert tatsächlich. Ich hoffe es einfach mal, dass wir das so ein bisschen einschränken können, dass wir nicht hier diese riesen Mine da reinkloppen müssen, weil das ist ja auch wirklich. Das wäre dann schon ganz schön krass. So, nehmen wir hier noch eins. Gucken wir mal, was bei rumkommt. Sind wir wieder bei 1,6. Und zwar bei 1,8. Okay. Ich muss hier erstmal kurz jemanden. Muss ja erstmal kurz jemanden. Ich hab. Geht gleich weiter, Freunde. Ich hab hier Bots. Chatbots. Band. Band. Mal ganz kurz. Mod-Aktionen. Stopp. So, Stufe 1. Ich. Chatbot hatte ich tatsächlich bisher noch nicht. Wie kann ich denn die gleich entfernen? Das sein. Timeout wäre. Und dann. Da. Damit hätten wir das auch erledigt. Ja. Das ist jetzt zwar ein bisschen blöd gerade, aber ich habe die jetzt hier. Ich mache ja bei der Phoenix immer Mod, aber da ist das irgendwie, ist auch nicht, irgendwie ist das hier gerade ein bisschen anders. Dass ich das kenne. Habe ich eben, solche Sachen habe ich halt noch nicht oft gemacht, deshalb ist das immer blöd, wenn ich das so highlight rausfinden muss, aber gut. Zurück zum Spiel. So, jetzt sind wir jetzt 4 tief, ja, sind wir. Nehmen wir jetzt hier nochmal ein Sample. Need two more samples. Okay. Gerade ein bisschen die Orientierung verloren, gestehen. So, 4. Dann nehmen wir hier mal das nächste. Okay. Hier noch. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob das gut ist, was ich hier mache. Bismutit 1,7. 1,7 und Lignit 6,1, Borax 1,1. Okay.
Was ich nicht verstehe, sind nur die Zahlen. Also Poor hätten wir bei 1,7 und Very Poor bei 6. Das ist mir auch ein bisschen ein Rätsel. Aber gut, schauen wir mal weiter. Ich würde jetzt hier einfach mal. Wir gehen jetzt hier mal so treppenförmig. Gehen wir jetzt hier einfach. Mal sehen, ob sich hier irgendwas für uns ergibt. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. So. Herzadern zu finden, wird nämlich, oh, denke ich, überhaupt nicht einfach. Also, selbst wenn wir jetzt hier einen Hinweis haben, was es hier vielleicht gibt oder geben könnte, ist es ja trotzdem immer noch, muss ich ja hier ein riesiges Loch buddeln, um rauszufinden, wo es denn ist. Also, das ist wirklich immer noch ziemlich krass, wie ich finde. Das nicht. Ja. Auch nicht. Weil man ja auch keinen Hinweis hat, auf welcher Tiefe ja was ist. Ja, Sirius, frag nicht. Ey, ganz ehrlich, frag nicht. Ich versuche gerade krampfhaft rauszufinden, wie diese nette, dieser Geologenhammer funktioniert und wie ich das hier rauskriege, dass wo hier welche Erze sind. Das ist, ziemlich, ja. Verrückt irgendwie, also keine Ahnung, ich bin da noch nicht so wirklich dahinter gestiegen. Und ich habe keine Ahnung, wie tief ich hier buddeln muss, um hier irgendwas zu finden, geschweige denn, ob ich hier irgendwas finde. Total, was haben wir denn hier? Braunes Schiefergestein. Okay, wir haben schon mal ein anderes Gestein. Sehr schön. Hilft uns nicht, aber okay. Will eigentlich nicht den ganzen Stream jetzt hier buddeln, aber ich würde es eben doch gerne rausfinden, weil wir unser Drifter-Problem sonst nie gelöst kriegen. Sirius, das ist kein Minecraft, das ist Vintage Story. Tatsächlich. Ähnlich, aber naja, schlimmer würde ich jetzt, es ist ein falscher Ausdruck, aber sagen wir mal realistischer. Mehr mit, das Crafting ist komplexer. Man muss direkt schmieden, indem man wirklich die Werkstücke bearbeitet und ähnliches. Also es ist halt komplexer als Minecraft. In dem Sinne, mindestens. So, na gut. Ich werde jetzt noch mal eine Bodenprobe nehmen und hoffe, dass es irgendwas uns bringt. Dass es uns irgendwas sagt, dass wir näher dran sind oder weiter weg sind davon. So, erste Probe genommen. Jetzt nächste Probe. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ansonsten brechen wir das hier an der Stelle ab. Ich meine, wir buddeln jetzt hier seit fast einer Dreiviertelstunde irgendwie Löcher in die Berge. Sonst muss ich das mal offscreen probieren. Ein Sample. Okay, dann machen wir mal hier weiter. Da war unsere Pickaxe-Asche. Was haben wir denn jetzt? Sag mir mal was. Bismutin immer noch 1,6%. Absolut. Ja, aber wo finden? Es ist schön, dass hier irgendwo das geliebte Erz ist, was wir brauchen, aber ich habe keine Ahnung, wo wir danach suchen sollen. Und ich habe keine Pickaxe mehr damit. Okay, also ich werde es jetzt so machen, ich werde hier offscreen. Wir machen das jetzt hier nicht weiter. Auch wenn es blöd ist, aber
Ich werde hier offscreen weitersuchen. Wer mich auch nochmal mit einem Tutorial, denke ich, mit dem Geologen haben wir wirklich beschäftigen, dass ich hier nicht euch den ganzen Stream hier was vorbuddel. Das, denke ich, ist nicht Sinn und Zweck. Langweilig und muss nicht sein. So. Wo geht's denn hier weiter hoch? Ach ja. Und unsere Freunde machen schon wieder Party. Da sind sie doch schon. Das ist immer das, was total bescheuert ist, wenn dir das passiert, dass die direkt vor dir irgendwo landen. Oder direkt in so einem Block landen. Weil du nicht mehr wegkommst. So, okay. Raus hier. Raus und fort.